Gefahr ist nicht gebannt. Und das Beispiel Fessenheim ist zum Beispiel eines davon. Professor Martins war ja hier auch mit diesem Thema im Funk und Fernsehen. Da hat unsere atompolitische Sprecherin, die Silvia Kotting-Uhl, in Freiburg mehr oder weniger aus Zufall von einem aus einer Quelle erfahren, dass dieser Zwischenfall, wo eben Wasser in den Schaltraum eingedrungen ist, dann wirklich alle Anlagen zum Abschalten gebracht hat, der Reaktor praktisch also blind weiter betrieben wurde, dass die Steuerstäbe nicht mehr eingefahren werden konnte, dass man als letzte Reaktion dann Bohr eingeleitet hat, um hier diese Kernreaktion zu stoppen. Und das Ganze war aber nur ein Dreizeiler im Jahr 2012. Also da fragen wir uns schon, hinter wie vielen Dreizeilern versteckt sich eigentlich ein Beinahe-GAU? Und deswegen sagen wir, wir müssen ganz genau hinschauen. Wir sind auch im Landtag, wir sind in Bayern, wir sind bundesweit diejenigen, die sagen, lasst uns das alles mit wirklich hoch, das ist eine hochriskante Technologie. Wir brauchen höchste Standards für die Sicherheit. Die Atomaufsicht, den muss genau auf die Finger geschaut werden. Das ist in Bayern, sagen wir, funktioniert nicht gut. Hier muss wirklich nachgeschärft werden. Die Staatsregierung in Bayern hat am meisten hochreaktiven Müll produziert von allen deutschen Bundesländern. Diese Staatsregierung hat es sozusagen verantwortet. Und jetzt zu sagen, wir stehen uns aus der Verantwortung, da gehen wir nicht mit. Wir sagen ganz klar, wir brauchen eine verantwortungsvolle Politik. Was die CSU momentan macht, ist das Gegenteil. Die beiden Reaktoren gingen nur 6 Monate nacheinander ans Netz. Der B-Block im Juli 84, der C-Block im Januar 85, also 6 Monate auseinander, sollen aber im 4 Jahre Abstand abgeschaltet werden. Das macht schon mal überhaupt keinen Sinn. Wir haben dieses hohe Sicherheitsrisiko, das ich eben schon erläutert habe, und wir haben viele andere Faktoren, zum Beispiel, dass wir 50 Terawattstunden im Jahr 2015 an Strom exportiert haben. Das ist Rekord. Überschuss, genau. 50 Terawattstunden Überschuss ins Ausland exportiert. Das ist fast jede 10. Kilowattstunde, die wir ins Ausland exportieren. Wenn man es genau nimmt, ist jede 12. Kilowattstunde. Und die beiden Blöcke, B und C in Gundremmingen, produzieren 21 Terawattstunden. Also wir exportieren mehr als das Doppelte ins Ausland. Gleichzeitig haben wir Gaskraftwerke, Rainer hat es eben schon erwähnt, die hier praktisch stillstehen in Bayern. Wir haben in Bayern 4.600 Megawatt Gaskraftwerksleistung im Vergleich zu knapp 2.600 Megawatt von den beiden Blöcken B und C in Gundremmingen. Diese Gaskraftwerke stehen still, kommen nicht in den Markt. So ist zum Beispiel Össing, die zwei hochmodernen Gaskraftwerke, laufen momentan nur auf Redispatch. Also nur wenn eben in Norddeutschland die Windkraftanlagen produzieren könnten, aber aufgrund des Stromleitungsengpasses den Strom nicht nach Süddeutschland bringen können, werden diese Kraftwerke angeworfen, angefragt und produzieren dann Strom. Das heißt, wenn wir frühzeitiger aus der Atomkraft aussteigen, heißt es eben nicht, dass es alles nur mit Braunkohlestrom hergeliefert wird, sondern es sind dann eben diese Gaskraftwerke, die besser in den Markt kommen. Also ist es energiewirtschaftlich sinnvoll und es ist ein hoher Sicherheitsgewinn. Die beiden Blöcke spätestens 2017 abschalten, hatten wir auch als Thema letzte Woche im Landtag bei unserer Aktuellen Stunde. Unser Fraktionsvorsitzender Ludwig Hartmann hat es hier eindrucksvoll geschildert. Die einzige Reaktion von der Staatsregierung war, sie haben sich hinter dem Atomgesetz versteckt. Wir werden zum Thema Zwischenlager heute im dritten Vortrag des Vormittages vom Herrn Neumann einiges hören. Aber wenn ich dann gestern auf die Zeitung lese, Augsburger Allgemeine, da ist so beschrieben, eine Mauer schützt das Zwischenlager 210 Meter lang, 10 Meter hoch. Da denkt man sich, naja, die muss doch einiges aushalten. Was natürlich nicht drin steht, ist es, dass es nur an den beiden Flanken gebaut wird. Auf der einen Seite meinetwegen, da steht noch ein zusätzliches Gebäude, aber auf der hinteren Seite ist die Flanke komplett offen. Warum, wissen wir nicht.
Das ist auch Hochsicherheitsbereich. Unsere Anfragen werden immer beantwortet, können wir nicht beantworten, da Hochsicherheitsbereich. Aber hochsicher ist das, meine Damen und Herren, sicherlich nicht. Thank you.